Dich für ein Karrierecoaching zu entscheiden, ist nicht nur die Entscheidung zum Aufstieg in deiner Führungskarriere, sondern vielmehr die Entscheidung zu der Person, die du sein möchtest und zu der vollen Größe dieser Person. Genau diesen Prozess ist Martina, meine Klientin, durchlaufen in Confident into Leadership. Es ging natürlich um den Aufstieg, um die Anerkennung, um die erste Führungsposition. Und gleichzeitig wirst du im Interview merken, wie viel mehr es mit dir als Person zu tun hat, welche Ergebnisse du in deiner Karriere siehst. Und gerade wenn du auch jemand bist, der sich unter Wert verkauft, der sich manchmal klein macht, damit andere sich wohlfühlen, dann ist das dein Zeichen, dass du bereit bist für mehr, das Zeichen, dass es jetzt losgehen sollte, genauso wie für Martina. Ich freue mich, wenn du in der Interviewfolge reinhörst und wirklich diese starke Emotion, dieses starke neue Selbstbewusstsein von der Martina spürst. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Deine Katja. Ja, liebe Martina, freut mich sehr, dass du bei mir im Zoom-Raum bist und ich dich als Confident into Leadership Absolventin bei mir begrüßen darf. Und du heute von deiner persönlichen Journey, von deiner persönlichen Transformation und Reise im Coaching erzählst. Ich mag kurz einleiten mit du, Martina, du bist im Bildungsbereich tätig, bist da schon über, wie soll man sagen, alle Perspektiven des Bildungsbereichs unterwegs gewesen, sowohl von selber Pädagogin sein über Bildung gestalten, was wir alle brauchen, also wirklich keep up the good work, Martina, zu 100% ja. Und da auch einen Impact zu machen. Und du bist zu mir ins Coaching auch gekommen mit der Frage, wäre ich nicht bereit für den nächsten Entwicklungsschritt und was kann da noch kommen? Und da waren wir dann so am Sprechen und es geht, ja, irgendwann möchte ich in der Führungsposition. Und ich so, der Ball ist eigentlich schon am Rollen und wir können jetzt ja schon die Entwicklung anstoßen. Ja, und so sind wir zusammengekommen, Martina. Und mich freut es total, wenn du von dir erzählst und wie deine Reise war, als du ins Coaching gestartet bist. Warum hast du dich für das Coaching entschieden? Was war dein Ziel? Ja, danke Katja für die Gelegenheit, dass ich einfach auch darlegen kann, wie es mir jetzt geht und wie es mir vorher gegangen ist und was das Coaching mit mir gemacht hat. Zu Beginn meiner Reise, wenn ich es einmal so nenne, war es so, dass ich einfach gespürt habe, dass ich mehr möchte. Also da, wo ich mich beruflich befand. Ich habe einfach gemerkt, es fehlt etwas, ich kann mehr und habe aber nicht gewusst, wie ich das anstellen soll. Und bin dann zufällig in Spotify auf deinen Podcast gestoßen und habe den gefressen. Es hat mich total angesprochen, deine Stimme, deine Art, wie du Inhalte präsentierst und auch die Themen an sich haben mich total getroffen und inspiriert. Und wir haben dann auch verschiedene Gespräche miteinander geführt und dann hat es einfach für mich so gut gepasst, es war so stimmig, es hat sich so gut angefühlt und deswegen habe ich mich damals für das Coaching entschieden, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich machen soll, welche Schritte kann ich setzen, um mein Ziel, nämlich eine Weiterentwicklung, eine Führungsposition zu erreichen, um das zu erreichen. Und deswegen war das die Entscheidung für das Coaching. Das heißt, um dir eine Struktur abzuholen, um dir einen Weg abzuholen, okay, diese Schritte kann ich gehen, um dort anzukommen, wo ich hin möchte. Genau, genau. Und als du gestartet bist, ja, woran hast du vielleicht in diesem Prozess gemerkt, ja, es bewegt sich was in mir, ja, ich bin am richtigen Weg. Woran hast du das erkannt? Ich habe es daran erkannt, dass ich mir zu Beginn des Coachings ein großes Ziel vorgenommen habe, und zwar einfach selbstbewusst zu mir und zu meinen Ambitionen zu stehen. Ich konnte das im Vorhinein nicht. Da war es Scham ein großes Thema, Scham im Bekannten, im Freundeskreis, in meiner Umgebung, darüber zu sprechen, das auszuformulieren, dass ich mehr möchte und dass ich das auch verdient habe und dass ich es kann. Und während des Coachings hat sich diese Scham aufgelöst und je länger das Coaching dauerte, umso mehr konnte ich das formulieren und darüber sprechen und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das artikulieren und mir nicht komisch dabei vorkommen.
Ja, also bei uns ist manchmal so das Gefühl verankert, was werden die anderen denken, ja, oder so irgendwie so, wer bist du schon, dass du glaubst, dass du das kannst und dass du mehr willst und mehr kannst. Es ist ja so, wenn wir in so einer gesellschaftlichen Schicht schauen und eine Ebene schauen, jeder ist so normal unter Anführungszeichen unterwegs und der mehr will, sticht heraus, ja, und all die Aufmerksamkeit geht dann dort natürlich auch hin, ja. Und dann werden, gerade wenn wir jetzt über Österreich sprechen, gerne mal Fehler gesucht und hin und her und ach, schau sie an, sie ist Mutter und dann will sie auch jetzt noch eine Karriere machen. Ja. Was will sie denn nicht noch alles? Ja, genau, das waren meine Gedanken. Das hat mich so gehemmt, das zu frei herauszusprechen und dazu auch zu stehen. Wie geht es jetzt damit? Ich habe überhaupt kein, also ich will gar nicht sagen, ich habe kein Problem damit, das Kind zu nehmen, sondern es fällt mir leicht, in meinem näheren Umfeld zu sagen, was ich möchte, meine Ziele zu formulieren und auch dazu zu stehen, dass ich Führungskraft sein möchte. Ja. Und ich fühle mich nicht mehr komisch dabei, kein Schamgefühl mehr. Ja, super schön. Sondern wahrscheinlich ein Stolz und eine Vorfreude darauf. Ja. Genau. Als du im Coaching warst, in Confident into Leadership, bist du ja auch in der Gruppe unterwegs, du hast einen Online-Kurs, du hast Einzelcoachings. Wie war die Begleitung für dich? Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel gelernt habe, auch in der Gruppe. Die Gespräche mit anderen Frauen haben mir sehr gut getan, einfach auch um zu sehen, es gibt Frauen, die ebenso empfinden wie ich, die ähnliche Probleme haben, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Ziele, und das hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich mich nicht so ganz alleine auf der Welt fühle. Und ihr wart auch eine ganz wundervolle Gruppe. Ja, so habe ich das auch empfunden. Und auch die Gespräche mit den Buddies waren immer sehr, sehr angenehm und haben mir auch sehr weitergebracht. Das war wirklich ein schöner Austausch. Und wenn du so zurückreflektierst, was war das größte Learning oder eines der größten Learnings, die du hattest? Beim Coaching. Oder auch durch die Dinge, die währenddessen passiert sind, weil du hast ja auch intern einiges angestoßen, extern angestoßen, du warst ja am Tun und Machen, und was war da ein Aha-Moment vielleicht? Ein Aha-Moment war, dass alle meine Erfahrung in Summe super ist, gut ist und wertvoll ist. Und das macht mich aus, und das macht auch eine gute Führungskraft aus. Das ist alles nicht wertlos, was ich vorher gemacht habe, auch wenn es noch keine Tätigkeit als Führungskraft war, sondern was wir bei dir gelernt haben, war, Fähigkeiten hervorzuheben, die eine Führungskraft braucht. Und das habe ich gelernt, und das war sehr, sehr wichtig für mich, weil was hat mich daran gehindert? Ach, die haben ja noch keine Führungserfahrung, ich kann doch nie Führungskraft werden. Ja. Und bei dir haben wir eben gelernt, ja genau, es ist da beißt dich die Katze in den Schwanz. aber du hast uns gezeigt, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften notwendig sind, um Führungskraft zu sein, und wo wir diese Eigenschaften schon haben oder unter Beweis gestellt haben. Ja, und und das dann nämlich auch bei den Bewerbungsgesprächen hervorzuheben. Das war für mich ein ganz großer Aha-Moment und hat mich sehr weitergebracht. Und dann hat man ein großartiges Assessment Center-Interview, aus dem man ganz strahlend rausgeht. Ja, genau. Das war eine große Challenge, ja. Ja, und ein großer Erfolg, würde ich sagen, ja. Wenn du dir so überlegst, das Coaching erfordert ja auch Zeit, Ressourcen von dir, Zeit, Geld, Ressourcen, ja. Hat sich's gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch wegen der zeitlichen Ressourcen. Das Commitment war ja, einmal in der Woche beim Coaching zu sein und darüber hinaus die diversen Aufgaben zu erledigen, die Videos anzusehen. Und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob ich diese Zeit habe. Ich habe ja doch eine Familie und einen 40-Stunden-Job und dann Haushalt und einen Ehemann und was man halt hat. Und es war aber dann so, der Funke hat so übergeschlagen. Also ich war so interessiert, und es war einfach alles, was wir gelernt haben, so spannend, dass ich selber von mir aus mehr wollte. Und ich habe dann oft am Weg in die Arbeit mir die Videos angeschaut und am Abend statt dem Fernsehen halt gearbeitet, also an den Hausübungen gearbeitet, weil sie einfach so spannend und so toll waren. So gut. Das bringt mir was.
Coach Katja Netflix. Ja, genau. Coach Katja und Chill. So wird es in Zukunft lauten, ja. Das ist das Schönste, ja, wenn man heute eben mit den ganzen digitalen Technologien und mit dem Online-Kurs und mit der Kai als Unterstützung und so weiter so gut selber auch sich vorbereiten und sich unterstützen lassen kann in dem Prozess. Genau. Ich bin schon Kai-süchtig. Das ist kein Tag ohne Kai. Ja, da hinten ist die kleine Kai. Ja, für mich genauso. Wir haben den gleichen Coach wie Kai. Ja. Martina, wenn du einer Freundin erzählen würdest vom Coaching, ja, was würdest du sagen zu ihr, damit sie so richtig Lust hat, selber auf diese Reise zu gehen, zu sich selber und zur selbstbewussten Leaderin? In Wahrheit habe ich das sogar schon getan. Also es gibt eine Freundin von mir, die an diesem Punkt gerade ist, wo ich vor dem Coaching war, die mehr möchte und aber nicht weiß, wie sie es verpacken soll, wie sie den Weg beginnen soll. Und da bin ich davon überzeugt, dass das Coaching der richtige Weg ist, dieser Stupser, dieser Wegweiser ist, auch für sie. Einfach für Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, die sich vielleicht, ich sage es jetzt einmal ganz plakativ, nicht so gut verkaufen können, noch keine Führungserfahrung haben und da einfach auch noch nicht genug selbstbewusst sind. Und da, glaube ich, ist das Coaching super und da werde ich es immer weiter empfehlen, wenn ich das Gefühl habe, so eine Frau treffe ich. Ja, das ist wunderschön, ja, weil durch diese Empfehlung, Martina, haben wir dann irgendwann ganz viele Frauen in tollen Führungspositionen und genau. Dadurch wird es normal, ja, dass Frauen mehr wollen und dass sie alles haben, so wie du gerade vorher gesagt hast, ja, was man halt so hat, ja, und dann hat man eine tolle Karriere als Führungskraft, als Leaderin auch dazu. In dem Sinne wünsche ich dir mal auf deinem Weg, Martina, super viel Erfolg. Ich wünsche dir von Herzen das Beste auf deinem Weg weiterhin als selbstbewusste Leaderin und die Freude, die dir ins Gesicht geschrieben ist, dass die immer da ist. Ja? Dankeschön. Danke dir für deine Stimme. Hörst du schon den Ruf für deine erste Führungsposition? Dann bist du hier ganz richtig bei mir. Ich habe nachgezählt und es haben schon über 100 Frauen Confident into Leadership bei mir absolviert. Erst letztens bin ich gefragt worden, warum ich denn schon so routiniert bin. Ganz einfach, weil ich weiß, was funktioniert und welche fantastischen Ergebnisse unsere Klientinnen auch erzielen. Durchschnittlich messen wir, dass sie, wenn sie ihren Job wechseln nach unserem Coaching, plus 30% mehr Gehalt verdienen. Wenn das auch gerade für dich ansteht, der Sprung auf deine erste Führungsposition als Teamleiterin, als Projektleiterin oder aber auch wirklich als Thought-Leaderin und Business-Leaderin im Unternehmen, dann nutze jetzt die Möglichkeit, ein 30-Minuten-Erstgespräch bei mir zu machen. Aktuell habe ich meinen Kalender dafür geöffnet und du kannst es direkt mit mir 30 Minuten deine Karriere besprechen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder unter coachkatja.com/termin. Ich freue mich schon riesig auf dich und vor allem auch dich als zukünftige Klientin bei mir im Coaching willkommen zu heißen. Alles, alles Liebe, deine Katja.